Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ihr seht es schon. Ich habe es gestern angekündigt. Heute gibt es den Blick in die Kristallkugel. Schauen wir mal, was Ottos Emotionen so zu berichten haben. Ich muss es immer wieder dazu sagen, auch wenn andere schon anfangen zu gähnen. Diese Kristallkugel setze ich nicht ein für private Sessions und lasse mich da auch nicht überreden. Ich mache es nicht und habe da meine Gründe. Ja, aber bevor ich jetzt hier lange um den heißen Brei rede, legen wir auch schon los. Ein kurzes Statement noch. Es gibt wieder einige neue Armbänder in meinem Shop, weil immer wieder welche, also Menschen nachfragen, sage ich das jetzt hier dazu, könnt ihr gerne euch umschauen in www.zapunzel.shop. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei, was euch anspricht und gefällt. Engelchen sind auch wieder neue erhältlich. Ja, ich war fleißig. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf den lieben Seelenpartner, Herzensmenschen, nenne ihn, wie du möchtest. Und ich hätte jetzt gerne ein, zwei oder drei Überschriften, die mir was über ihn erzählen und dann gucken wir weiter. Spirit, was darf ich über den Otto heute berichten für mein Kollektiv? Na, ein, zwei oder drei, da haben wir sie schon. Jetzt muss ich da mal eben einen Blick drauf werfen. Ich muss mich jetzt mal kurz sammeln und so machen, das ist mir sonst zu grell. Meine Schöne, ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendeine Botschaft von dir bekomme. Aber momentan fällt es mir nicht so leicht, immer wieder sofort zu reagieren, überhaupt zu reagieren, weil ich bin wirklich mit meinen Themen beschäftigt, zum wiederholtesten Mal. Aber du weißt das, eine Wunde, die tief sitzt, die heilt nicht innerhalb von ein, zwei, drei Wochen. Du schaffst es immer noch, in mir Themen anzutriggern. Ja, wo meine Wunden noch nicht ganz geheilt sind. Ich bin nicht frei von Erwartungen. Ich habe manchmal das Gefühl, du könntest mich noch mehr unterstützen. Dabei zeigst du mir nur in Anführungsstrichen die schönen Seiten des Lebens und dafür bin ich dir auch echt dankbar, weil ich hatte vergessen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Manchmal hätte ich dich gerne um mich, um mir zu sagen, iss mal was. Du siehst müde aus, geh ins Bett. Oder mach mal eine Pause. Aber du bist ja nicht mein Kindermädchen. Und ich weiß, dass eine geballte Ladung Kraft in mir steckt. Ich habe mich bisher noch aus jedem Schlamassel irgendwo wieder herauskämpfen können, nur es dauert seine Zeit. Es dauert seine Zeit. Ich weiß, es dauert schon so lang. Mir wird die Zeit selbst fast zu lang. Ich sehe da noch keine Lösung und irgendwo sehe ich sie schon. Ich bin zurzeit verwirrt. Und ich weiß auch, dass ich mir mehr Ruhe gönnen sollte. Wenn ich mir Ruhe gönne, verplempere ich meine Zeit mit unwichtigem Gedöns.
Hinterher frage ich mich, wann ich endlich zu Sinnen komme. Schüttelt den Kopf. Ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich versuche, mein Bestes zu geben. Und dass du mir wahnsinnig fehlst. Es ist ein Unterschied, ob wir uns nur schreiben oder ob wir wirklich miteinander sind. Es ist ein Unterschied und manchmal fällt mir das schwer zu antworten, weil ich dann noch mehr anfange, dich zu vermissen. Aber ich weiß einfach, dass es zurzeit noch nicht gut wäre, weil ich noch was zu erledigen habe, bevor diese Liebe gelebt werden darf. Jetzt macht er so. Sitzt wieder an seinem Schreibtisch. Hopp, hopp, an die Arbeit, das war's. Ja, er hat ja nie viel Zeit zu reden, das wisst ihr, ne? Deshalb sind diese Kristallkugel-Sessions auch meistens recht knapp gehalten. Aber vielleicht habe ich da den einen oder anderen von euch erreichen können, irgendwas transportieren können, was sich stimmig anfühlt. Freue mich natürlich über jedes Kommentar von eurer Seite. Ja, wieso muss ich jetzt so grinsen? Jetzt muss ich gerade total grinsen. Naja, besser als andersrum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, es ist ja schon Abend und dass es euch gut geht. Ja, bleibt mir gesund. Vielen Dank fürs Einschalten. Und gern bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, ne? Da findet man den Abo-Button. Ich wünsche euch was.